Hallo, in diesem Video geht es um mein Beleuchtungssystem. Hierfür erstmal danke für Firma Elektropec in Lauchheim. Mein Wunsch war es, ein bisschen flexibel zu arbeiten und den Wunsch habe ich mir erfüllt. War ein bisschen hin und her, wie man das einfach von Sportwegen bis zu höheren Fahrzeugen, wie man das, die Stoßstange untenrum schön beleuchtet und am Dachbereich, wie man da am besten hinkommt mit Beleuchtung. Weil Mikrokratzer zu entdecken, jede Detaille kennt es, ist ein bisschen schwierig. Und mit jeder Beleuchtung zu arbeiten, ist nicht das A und O. Deswegen möchte ich euch gerne mal präsentieren, was er für mich jetzt hier zusammengestellt hat. Ihr seht schon oben mein Schienensystem für meine Fortador-Geräte. Sehr schön beleuchtet. Und hier hat er mir das gleiche Schienensystem auf ein Stativ gebaut. Und hier kann ich jetzt flexibel arbeiten. Ich habe jetzt hier eine Beleuchtung von oben einfach runtergeholt, ja, abgeklickt. Und wenn ich jetzt hier, einer leuchtet schon, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich jetzt hier mehr Beleuchtung brauche, zum Beispiel wenn das jetzt ein größeres Fahrzeug ist und ich brauche jetzt hier an der Seite mehr Beleuchtung, dann stecke ich das hier einfach mit rein. So. Klicke das an. Dann habe ich hier unten nochmal zusätzliches Beleuchtung, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich jetzt oben zum Beispiel was brauche, ja, am Dachbereich, dann schiebe ich das hier einfach mit rein. Schließe das an und ich habe hier ein zusätzliches Beleuchtung. Danke hierfür nochmal. Und in diesem Video geht es nicht nur um die Beleuchtung, sondern wir fahren zum Aston Martin. Wir wollen neue Fahrzeuge anschauen. Und Lackmessung durchführen, weil ich will wissen, beim Aston Martin hat ein besonderes Lack drauf. Lack wird laut Firma also zweimal aufgetragen, damit die schön glatt wird, spiegelglatt. Und ich will euch zeigen, wie das Lack aussieht im Originalzustand. Ciao, bis später. So, wir sind jetzt unterwegs nach Memmingen, Aston Martin. Und vorhin habe ich euch erklärt, wie das Licht funktioniert. Neben mir hockt er, stellt Elektropec. Und bis gleich. Wir sind jetzt im Aston Martin Allgäu in Memmingen angekommen. Ich sage einfach nichts mehr. Schaut es euch an, also umwerfend. Ich fühle mich ganz wohl hier. Sehr prestige, ganz weit oben. Daumen hoch. So, wie ihr sehen könntet, die ganze Lacke sind wirklich besonders. Wir haben über die Lacke geredet, es sind circa zwischen 400 und 800 μ. Es wird zweischichtig lackiert im Werk. Es ist also sehr hochwertiger Aufwand. Also der Lackstruktur ist wirklich sehr glatt. Es sind keine Orangenhaut vorhanden oder sonst irgendwas. Dann möchte ich mich herzlich bedanken auch für das Buch hier von Superleggera. DBS. Schauen wir gleich mal rein, wie es aussieht in dem Buch, wie es gemacht ist. Sehr schön, qualitativ. Wow, Daumen wirklich nach oben für das Auto natürlich sagenhaft. Also ich kann dazu wirklich nichts sagen. Es ist einfach Prestige und Luxus pur. Ja, in Rot kommt es cool. Sehr cool, aber mir hat eher der Weiße gefallen. Dann natürlich in Schwarz. Und ganz hinten im Buch sieht man mehrere Farben von dem Auto. Ja, hier noch das Zubehör. Und
hier einmal in Weiß, hier einmal in Rot und hier in Grau Anthrazit, eher Richtung Anthrazit würde ich tippen. Nö, das ist Anthrazit und das ist Grau. Ja, sehr schönes Auto. Wow, recht herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen hoch da. Zeigt es mir, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Teilt es bitte. Ciao, bis zum nächsten Mal.